Besucherrekord von fast 19.000 Gästen. Bei einer glanzvollen Gala zur Preisverleihung ist am Wochenende im Schweriner Filmtheater Kapitol das 27. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gegangen. In den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Kurzfilm sowie Kinder- und Jugendfilm wurden insgesamt 11 Preise verliehen. In seiner Eröffnungsansprache zur Preisverleihung lobte Ministerpräsident Erwin Sellering das Festival als Flaggschiff der Filmförderung des Landes. Vom Zusammenlegen der kulturellen und der wirtschaftlichen Filmförderung und ihrer Bündelung in der Staatskanzlei verspreche man sich eine deutlich verbesserte Filmförderung. Im Interesse einer guten Ausbildung im Land kündigte der Regierungschef zudem die Einrichtung einer Filmprofessur an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock an. I lick you under my skin. Mama, komm jetzt! Ja. Mit dem Hauptpreis des diesjährigen Filmkunstfestes, dem mit 10.000 Euro dotierten Fliegenden Ochsen, wurde das Regiedebüt Die Tochter von Mascha Schelinski ausgezeichnet. Nach 2 Jahren der Trennung entdecken Jimmy und Hannah wieder Gefühle füreinander, sehr zum Missfallen ihrer 7-jährigen Tochter Luca. Dieses Mädchen wird auf herausragende Weise von Helena Zengel gespielt. Es ist eine Riesenehre, dass wir diesen Preis hier heute bekommen haben. Es sind ganz, ganz tolle Filme hier gelaufen. Freunde von uns, Kommilitonen, starke Filme. Es bedeutet für uns eigentlich gerade jetzt alles, weil wir wirklich ein ganz, ganz kleiner Studentenfilm sind. Nicht mal ein Diplomfilm, sondern im dritten Jahr ist an der Filmakademie Baden-Württemberg entstanden, Die Tochter. Und wir haben mit sehr, sehr geringen finanziellen Mitteln, aber mit viel Herzblut diesen Film gemacht, in Griechenland gedreht mit einem 7-jährigen Mädchen in der Hauptrolle. Und dass wir jetzt diesen Preis gewonnen haben, erleichtert uns, hilft uns und ist halt natürlich auch hoffentlich wie so eine Auszeichnung, ein Anreiz, den nächsten Step zu machen. Konkrete Ideen zum Verwenden des Preisgeldes gibt es allerdings noch nicht. Konkret nicht. Ich glaube tatsächlich, dass der jetzt erstmal, der erleichtert uns gerade vieles. Es sind viele Kosten, die bei so einem Film sind. Wir tragen die dann auch und irgendwie hilft er uns. Und dann hoffe ich natürlich, ist das immer eine Investition in das nächste Projekt, dass man weitermachen kann und den nächsten Film an den Start kriegt. Ja, das ist von Anita, ja. So, soll ich anfangen jetzt? Mhm. Ja, also, lieber Detlef, nun hast du mir schon zweimal geschrieben, dass ich dich erwürgen soll. Damit du von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin gestiftete und mit 5.000 Euro dotierte Preis für den besten Dokumentarfilm im Wettbewerb ging an Liebes Ich von Luise Makarow. Auf einen öffentlichen Aufruf der Regisseurin, sich selbst den Brief zu schreiben, den man schon immer bekommen wollte, hat sie mehr als 100 Briefe erhalten. Der mir nicht einmal sagt, warum er seine Sachen wascht. Auf so einen Freund scheiß ich. Krieg mir Korbel hoch wegen dem Raumradl, wirklich wahr. Du gewöhnst dir sofort ab, so ordinär zu reden. Alle sagen Arsch und Scheiße. Ich nicht. Nein, du nicht, du Arsch, Arsch, Arsch. Der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestiftete und mit 7.500 Euro dotierte Leo Kinder- und Jugendfilmpreis für den besten Beitrag im Jugendfilmwettbewerb ging an den österreichischen Film Maikäfer flieg. Miriam Unger verfilmt darin einen Roman von Christine Löstlinger. Über diesen Preis hat eine Kinderjury entschieden und überreicht wurde er in Schwerin von der Ministerin persönlich. Na, Kinder und Jugendliche sollen gute Filme sehen können. Filme berühren einen, Filme bewegen einen. Filme können einen auch sozusagen
ja, Botschaften senden. Und deshalb ist es einfach wichtig, auch Kinder- und Jugendfilme zu unterstützen. Und was ganz besonders ist, dass ja den Preis oder wer den Preis bekommt, entscheidet eine Jury aus Kindern und Jugendlichen. Und das ist mein Credo in der Politik. Kinder und Jugendliche sollen mitmachen können, nicht nur die Erwachsenen sollen bestimmen. Im Übrigen geht auch Frau Schwesig öfter mal ins Kino. In letzter Zeit eigentlich eher mit meinem Sohn, wenn er mal Lust hat, einen schönen Kinderfilm zu schauen. Und das finde ich aber auch ganz toll, weil ich würde mir sonst vielleicht den einen oder anderen Kinderfilm ja gar nicht alleine angucken. Und durch die Kinder schaut man auch mal Filme, die sonst an einem vorbeigegangen wären. Den von der Landeshauptstadt Schwerin gestifteten und mit 4.000 Euro dotierten Kurzfilmpreis konnte Sophie Linnenbaum aus Österreich für den Streifen Pix entgegennehmen. 10 Minuten Nachdenken über das Konstruieren von Erinnerungen. Mit dem Ehrenpreis des diesjährigen Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern wurde die Schauspielerin Iris Berben ausgezeichnet. Den Goldenen Ochsen überreichte ihr Ministerpräsident Erwin Sellering. Den habe ich mit großem Respekt und mit großer Freude und mit großem Stolz entgegengenommen, weil ich mich natürlich sofort daran gemacht habe, die Hefte, die Festivalhefte der letzten 27, 25 Jahre hatte ich, durchzublättern. Und ich habe mich da in einem Reigen von Kollegen gefunden. Da kann man nur sehr stolz und sehr glücklich sein, wenn man dazugehört. Und insofern hat sich das dann noch überboten, als ich dieses Festival dann wirklich erlebt habe, mit welchem Enthusiasmus die Zuschauer, das finde ich ja auch so spannend und wichtig, ein Publikumsfestival ist immer ein anderes Festival. Du bist in einem anderen Austausch mit dem Publikum. Wir machen unsere Arbeit für das Publikum. Und dieser Enthusiasmus des Publikums, aber auch der Enthusiasmus der Macher dieses Festivals und vor allen Dingen auch der jungen Regisseure, die hier waren und Regisseurinnen. Also ich gehe mit einem sehr warmen Gefühl und mit einer großen Ehre wirklich, nämlich habe ich diesen Preis entgegengenommen und bin mächtig stolz. In einer sehr persönlichen Laudatio auf die diesjährige Preisträgerin hatte die Schauspielkollegin Carmen Meyer-Antoni auch auf ein Lieblingswort der diesjährigen Ehrenpreisträgerin bezogen: Komplizen. Mit diesen Komplizen habe Iris Berben Euphorie und Erfolg, aber auch Tränen und Verzweiflung geteilt. Mit dir kann man wirklich Pferde stehlen, sagte Carmen Meyer-Antoni an die Preisträgerin gewandt. Sie sei sehr stolz, dass sie auch eine Komplizin von Iris Berben geworden sei. In seinem ersten Fazit des 27. Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern, unmittelbar nach der Preisverleihung, zeigte sich Festivalleiter Volker Kuhfall ziemlich glücklich. Also für mich war es eigentlich das schönste Festival bisher, was ich in Schwerin hatte. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber die Filmauswahl hat gestimmt. Die Gäste waren glücklich. Wir hatten gute Besucherzahlen, eine tolle Ehrenpreisträgerin. Es war vom künstlerischen Niveau, aber auch vom Anspruch und vom Zuspruch des Publikums einfach ein rundes Ding. Und das macht mich als Festivalleiter glücklich. Und der glückliche Festivalleiter hatte auch noch eine ebenso überraschende wie natürlich scherzhafte Ansage zum Gastland des nächsten Jahres in petto. In diesem Jahr war es bekanntlich Dänemark gewesen. Und 2018? Ja. Das wird Dänemark sein. Insgesamt waren während der 6 Tage des 27. Filmkunstfestes rund 150 Filme aus 17 Ländern gezeigt worden. Außerdem gab es Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Die Sonderausstellung Die Olsenbande mit Fotos, Plakaten und Originalgegenständen ist übrigens noch bis zum 25. Juni im Schweriner Schleswig-Holstein-Haus zu sehen. Täglich aus einem Montags 11 bis 18 Uhr. Mächtig gewaltig.